Hier stehen wir nun an der Marienkirche. Sie wurde aus einem besonderen Grund gebaut. Sabine und die anderen Stadtführer fallen mit ihren gelben Warnwesten auf in der Stadt. In leichter Sprache werden 6 Stationen in Reutlingen angelaufen. Eine davon ist die Marienkirche. Im Jahr 1247 standen die Feinde vor den Toren der Stadt und wollen mit ihrem Hamburg hinein. Die Texte haben sich die Stadtführer selbst ausgedacht. 2-mal die Woche proben alle gemeinsam. Corinna Dimitrenko von der Bruderhausdiakonie unterstützt die Gruppe und freut sich. Das ist selbstbewusster werden, viel Verantwortung übernehmen, Eigeninitiative und was man oft einfach gar nicht erwartet, was sie alles noch können und was alles in ihnen steckt. Und es ist schön, wie die Leute aufgehen, also dass sie es selber merken, was sie alles können. Auch Sandra ist durch die Stadtführung selbstbewusster geworden. Die größte Herausforderung ist, dass man gut sprechen kann und sich gut mit dem Publikum versteht. Es fühlt sich an, wie man auf der Bühne steht. Ihre Bühnentauglichkeit haben die Reutlinger Stadtführer bewiesen. Den Gästen hat's gefallen. Super gut. Mir hat's gut gefallen. War mal ganz anderes. Ich kenne die Stadt ein bisschen schon. Ich würde jetzt auch jedem anderen, wo das noch nicht kennt, weiterempfehlen. Bis es dann zum nächsten Mal heißt: Herzlich willkommen in Reutlingen!